Natürlich darf am LG-Stand die OLED-Installation nicht fehlen. Und die sieht, wie auch bei den letzten Messen, natürlich wieder unglaublich beeindruckend aus. Hallo, hier ist Vitus von HiFi.de. Und hier auf dem wirklichen Messestand auf der CES 2023 von LG haben wir nochmal die Chance, ein paar Produkte nochmal etwas besser sehen zu können, beziehungsweise sind sie hier natürlich viel krasser in Szene gesetzt, wie direkt hinter mir die Wireless OLEDs, hier auch wieder in 97 Zoll. Was es hier noch zu sehen gibt, zeige ich euch in diesem Video. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, unter dem Video gibt es immer noch ein paar Buttons, die ihr natürlich wie immer gerne drücken dürft. Abo, falls ihr es noch nicht getan habt, Glocke an und natürlich auch gerne einen Daumen nach oben. Neben dem Wireless OLED hat LG hier am Stand aber auch noch den neuen OLED T mit ausgestellt. Also den transparenten OLED, der jetzt auch wirklich irgendwann für Endverbraucher auf den Markt kommen soll. Vielleicht ja sogar auch in der EU und in Deutschland. Ja, an weiteren Fernsehern hat LG sich auf die großen Größen beschränkt. Da darf natürlich auch der 136 Zoll Micro-LED-TV nicht fehlen. Und hier direkt hinter mir geht es noch weiter mit einem Wireless-TV und natürlich auch den 8K-Fernsehern, der OLED Evo Z3. Dieses Jahr ja erstmals zur Evo-Serie gehörend. Und wir haben ja auch schon erfahren, dieser 8K-OLED wird auch den künftigen EU-Richtlinien entsprechen. Hier hinter mir ist leider nur ein Konzept, wie eben der Fernseher im ganzen Raum erweitert werden kann, sodass man ein quasi noch immersiveres Erlebnis hat. Aber ich habe extra nachgefragt, es bleibt leider erstmal ein Konzept und noch nichts, was man wirklich selber kaufen kann. Hier im Raum der Lifestyle-Fernseher sind natürlich auch Art 90, The Posé oder der Easel ausgestellt. Aber eigentlich interessant ist ja wohl nur der OLED-T, also der transparente OLED, der ja auch als Lifestyle-Fernseher kommen soll. Deswegen eben der Holzstandfuß, wo ja dann auch diese hintere Schicht dann noch ausfahren kann. Neben der passenden Soundbar für die LG OLEDs C3 oder auch C2 hat LG hier auch Dolby Atmos In-Ears dabei, wo es vor allem um das Headtracking geht, also sage ich mal, dass der Ton sich etwas ändert, je nachdem, in welche Richtung man den Kopf bewegt. Ja, und abseits vom C3, der ja eigentlich nur für die Soundbar-Kombi hier ist, ist der OLED Flex der letzte Fernseher, den LG hier auf dem Stand wirklich mit dabei hat. Den kennen wir ja schon von der IFA und ich freue mich immer noch drauf, wenn wir hoffentlich bald einen von LG gestellt kriegen, damit wir den endlich für euch testen können. Der OLED Flex ist aber nicht das einzige Gaming-Produkt, das LG hier dabei hat. Der OLED Flex ist ja per se noch ein Fernseher und das hier sind jetzt die Gaming-Monitore. Hinter mir der 45 Zoll Curved-Monitor mit 240 Hertz OLED-Panel. Und das Coole daran ist, der hat nicht nur einen Curved-Radius von, ich glaube, 800R ist es, sondern neben den 240 Hertz hat er auch eine Response-Time von 0,03 Millisekunden. Und das ist eben nochmal weniger als ein Drittel von den eigentlichen 0,1 Millisekunden, die andere OLEDs haben. Aber nicht jeder will ja den Curved-Screen und dafür gibt es den 240 Hertz OLED auch als flache Variante, dann aber nur in 27 Zoll. Hier in den LG Labs, der Innovation Area, geht es darum, was LG für Partnerschaften mit anderen Unternehmen hat. Hinter mir der Moonshoe CL, da geht es wohl darum, dass man mit einem Hebel dann NFTs von Schuhen erzeugt, die alle anders aussehen. Gibt aber auch noch ein, zwei andere Sachen, denn was vielleicht wirklich ein Konzept ist, wo ich mir vorstellen kann, dass sowas auch einen Mehrwert hat, ist das, was wir als nächstes sehen. Und das ist Plus Spot oder Blue Spot, keine Ahnung, wie das jetzt gemeint ist. Und das ist quasi eine Ladestation für E-Roller und E-Fahrräder. Und die Idee dahinter ist, dass man eben die geliehenen E-Scooter zurückbringt zur Ladestation und dafür dann Rewards erhält, seien es jetzt Starbucks-Gutscheine oder Konsorten. Und zu guter Letzt sucht LG auch mit nach Möglichkeiten, dass man das Haus wirklich nicht mehr verlassen muss und so quasi die Natur nach drin holen kann, wenn man zum Beispiel auf dem Fahrradtrainer sitzt. Die meisten Fernseher, die wir dieses Jahr von LG für euch testen werden,
hat LG leider hier auf der CES nicht wirklich mit dabei gehabt. Aber wir hatten ja zum Glück auch schon die Chance, den LG OLED Evo G3 up close and personal zu sehen. Und der ist ja 70% heller jetzt als ein B3 und nicht mehr nur noch 30% heller wie der aus dem Vorjahr. Wenn ihr mehr darüber sehen wollt, dann klickt am besten hier aufs Video. Ich mache mich jetzt auf bis zum nächsten Stand und sage bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.